Nervt euch das auch, dass euer Nachbar bei euch immer in die Burg ein- und ausgeht? Jetzt kein Problem mit der vollautomatischen Zugbrücke. Ich bin der Professor von der Redaktion Holtex und mein Nachbar, das ist Easy von Easys Bastelwelt. Ja, hallo. Nett übrigens, dass du die Zugbrücke zugemacht hast. Bin sehr schön gefallen. Mach mal die Zugbrücke auf, damit wir sehen können, was passiert. Definitiv. Bis jetzt sieht man ja nur eine Zurwand. Und jetzt geht unsere Zugbrücke auf. Und das Tor aber sogar auch hoch. So, wieder hochfahren. Fährt hoch. Selbstverständlich. Genau. Sieht doch cool aus. Richtig. Und wie das genau geht, mit ein paar kleinen Tricks, das zeigen wir euch jetzt. So, als erstes brauchen wir mal einen Kommandoblock. Den Kommandoblock, den gibt man sich natürlich mit dem Befehl /give@player. Da könnt ihr auch wahlweise euren Namen reinschreiben. Und dann Minecraft:Command-Block. So, jetzt habe ich schon 4 Stück. Gut. Und dann müssen wir jetzt die verschiedenen Stufen dieser Zugbrücke bauen im Prinzip. Also das bedeutet, hier, das ist die unterste Stufe und dann geht die so langsam hoch. Das seht ihr hier. Wir haben das in Regenbogenfarben gemacht. Und dann enden wir natürlich bei der obersten Stellung. Hier ist die Tür zu. Gut, wie das jetzt genau gebaut wird, das müsst ihr selber später mal gucken. Ihr könnt es jetzt mal so ein bisschen überfliegen. Haltet das Video an und baut es nach, wenn ihr es machen wollt. Darum soll sich das Video jetzt nicht drehen. Ich zeige euch, wie man das überhaupt hinkriegt, dass sich das bewegt. Dazu müssen wir hier als erstes mal die Grundlagen verstehen. Wir werden mit dem Befehl /clone arbeiten. Und da geben wir dann die erste Koordinate ein. Also hier x, y und z von dem ersten Punkt. Dann x, y, z, x, y und z vom zweiten Punkt und wieder x, y, z vom Endpunkt. Der erste Punkt befindet sich hier. Das ist dieser Holzblock hier. Das ist unser erster Punkt. Und diagonal dazu befindet sich hier oben der zweite Punkt. Mit diesen zwei Punkten beschreibt man quasi einen Kasten im dreidimensionalen Raum, wo dann hier alles drin befüllt wird. Ja, also alles, was hier drin ist, die Luft wird kopiert und hier unten dann die Zugbrücke. Dieser Kasten ist bei allen Stellungen der Zugbrücke so und den müsst ihr euch vorstellen quasi. Gut, den ersten Punkt bekommen wir, wenn wir uns hier auf den ersten Punkt stellen, dann drücken wir F3, so, und hier bei dem, also hier oben stehen dann die Zahlen. Bei Block, hier wo Block steht, steht die erste Koordinate minus 207. Dann die 67, da müssen wir einen Block abziehen. Hier also 66, immer bei der Koordinate einen abziehen. 66 und 398. Die Koordinaten vom zweiten Punkt sieht man dann hier, das ist die minus 211, 73, wieder ein Abziehen und 405. Wenn Leute World Edit haben, können sie auch den Punkt markieren, wo sich die beiden Punkte markieren, da stehen dann direkt hier auch noch die Koordinaten bei. Also ihr seht hier 73 und hier 66, ein abgezogen, deswegen, das sind die gleichen Koordinaten. So. Dann brauchen wir noch die dritten Koordinaten in dem Befehl. Das sind die Koordinaten, wo man das Ganze einfügt. Das wäre dann hier bei uns auf der Ecke. Das heißt, hier wird das hier eingefügt. Ja. Die Koordinaten notieren wir uns auch mal. Das ist bei uns die minus 211, die 64. Nein, da müssen wir einen abziehen. 63 und die 429. Wenn wir das alles markiert haben, abgeschrieben haben, dann begeben wir uns zu einem Command-Block. Der kommt jetzt als erstes mal. Und mit den Command-Blöcken funktioniert das Ganze auch. Hier geben wir den Befehl ein. Also /clone
Und dann die ersten drei Zahlen sind der erste Punkt. Wenn ihr euch noch erinnert, 207, hier minus 207, 66, hier eine abziehen, ne? Das war der erste Punkt. Hier haben wir dann den zweiten Punkt, ja? Und hier haben wir den Punkt, wo wir das Ganze einfügen. Wichtig ist dabei, dass wir am Ende des Befehls noch Replace schreiben. Replace bedeutet so viel, dass alles, das im Ziel ersetzt wird. Ne? Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt hier was drinstehen haben, ja, genau, dann wird das durch Luft ersetzt. Das ist ganz wichtig, dass wir dann auch Replace hinterschreiben. Und damit ist der Befehl fertig und wir können ihn mal ausführen. Und wir sehen, unsere Zugbrücke wurde jetzt hier an diese Stelle kopiert. Ja, das ist der erste Bereich. Hierhin kopiert. Und so funktioniert das Grundprinzip. Und wie das jetzt genau funktioniert, das heißt, wie man die Brücke hoch und runter fährt und wie man die Redstone-Schaltung so macht, dass die mit den Command-Blöcken so verbunden sind und wie man das alles genau macht, das zeigt euch der Easy in Teil 2 dieses Videos. Klickt drauf am Genau. Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.